Moin. Als durchaus reisefreudig könnte man die Jennelter Orgel bezeichnen. Während die meisten ihrer Nachbarn in der Krummhörn auch für die Kirche gebaut wurden, in der sie heute stehen, hat sie bereits zwei große Umzüge hinter sich. Sie wurde 1738 eigentlich für die Kirche in Bargeburg gebaut. Als dort 1864 eine neue Orgel gebaut wurde, gelangte sie nach Amsverum. Dort wurde nach dem Zweiten Weltkrieg eine neue Kirche mit neuer Orgel errichtet und die Konstapelorgel gelangte nach Jennelt, wo sie von Arnen Brunsemer restauriert wurde. An Registern rekonstruiert sind nur der Prestant Vierfuß, was nicht besonders verwundert, weil am Prospekt steht und die Prospektpfeifen sehr oft für Kriegszwecke eingeschmolzen wurden, sowie Sesquialterer und Trompete. Die beiden Register waren in der Romantik auch nicht gerade beliebt und wurden gerne mal eingetauscht. Umso erstaunlicher ist es, dass die Mixtur tatsächlich erhalten ist. Die Jennelter Orgel wurde von einem Orgelbauer namens Konstabel gebaut. Der hatte seine Werkstatt in Windmund und war ein eigenständiger Orgelbauer, stand also im Gegensatz zu zum Beispiel von Hohle nicht direkt in der allgegenwärtigen Schnitger-Tradition. Er warb in den 1730er Jahren über drei Jahrzehnte in Ostfriesland mit Neubauten und Reparaturen sehr aktiv und hatte vermutlich wenig bis gar keine Konkurrenz. Erhalten ist davon allerdings neben einigen Prospekten ohne Innenleben sehr wenig. Auf mehr als nur eine Fassade stößt man in Funix, wo sein letztes Werk steht, und in Remels. Da hat sein Nachfolger Hinrich Just Müller eine Konstabelorgel als Rückpositiv wiederverwendet und möglicherweise dadurch gerettet. Und eben hier in Jennelt. Diese Orgel hier ist also allein schon aufgrund der heutigen Seltenheit von Konstabels Spuren sehr bedeutend. Sie füllt eine Lücke im ostfriesischen Orgelbau der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Heute erstaunt sie mit ihrer für 8 Register schon sehr großen Klangbreite. Ich habe mir für dieses Video 2 Choralvorspiele über Wachet auf, ruft uns die Stimme von Johann Gottfried Walter ausgesucht. Im ersten habe ich ausgehend vom Gedakt 8 Fuß stufenweise bis zu den Plänen aufregistriert. Die Trompete 8 Fuß ist in Bass und Diskant aufgeteilt. Das Werk füllt die Kirche außerordentlich gut mit einem starken, brillanten Klang, der auch deutlich größeren Orgeln in nichts nachsteht, ohne dabei schrill und aufdringlich zu sein. Kammermusikalische Qualitäten zeigt sie vor allem mit ihren schönen Flötenstimmen, die nun zu hören sind.